Moin moin und herzlich willkommen zum Tukuama Boss Guide in der Path of Exile 3.0 Beta. Tukuama ist im Grunde der erste Boss, den man in Akt 6 begegnet. Und ist im Grunde auch recht simpel. Wenn wir den Fight mal starten. Tukuama beschwört immer so Totems, machen so kleine Schockwellen. Die hier schießen Projektile. Die kleinen sollte man bei Möglichkeit umhauen. Dann kann Tukuama noch so eine Feuerzone machen, wo ja so Magma hochkommt. Macht Feuerschaden. Das wohl nervigste an dem Tukuama-Fight ist das Totem hier in der Mitte. Das macht Scorching Ray und ist genau wie Avarius auch abhängig davon, welche Richtung am kürzesten ist. Also ist nicht fixiert in eine Richtung, sondern man muss immer sich neu positionieren. Dann kann Tokuhama noch so einen Überkopf-Slam. Gucken, ob er den gerade mal macht. Da kommt dann so eine Welle raus und Totems kommen mit so Schockwellen. Da halt nicht von treffen lassen. Es müsste im Grunde auch direkt Schaden machen, wenn er einen damit trifft. Wenn man in Melee-Reichweite ist, macht er noch so einen Slam mit so einem Explosionskreis. Okay, wenn er genug Schaden genommen hat, geht dann seine zweite Phase. In dieser Phase kann er im Grunde dasselbe. Was sich halt ändert, ist, dass er erst wieder Schaden nimmt, wenn diese Energy Shield Totems kaputt gemacht wurden. Also wenn man das Totem kaputt macht, sieht man, dass der Strahl weg ist. Man kann sich ja denken, was passiert, wenn man die anderen auch noch wegmacht. Jetzt ist Tokuhama wieder frei und man kann wieder Schaden auf ihn machen. Also auf Range macht er im Grunde nur diesen Thunder, wo die Shockwave-Totems beschworen werden. In Melee-Reichweite macht er halt seinen Slam. Diesen hier. Der macht auch recht gut Schaden. Also da sollte man sich nicht von treffen lassen. Im Grunde recht simpel der Encounter. Ist auch kein wirklicher Akt-Boss, sondern nur ein Boss für eine kleine Pantheon-Power. Ja, mehr passiert in dem Fight auch nicht. Das Nervigste ist halt, wie gesagt, dieses Totem, dass man sich immer neu positionieren muss. Und man sollte sich nicht von seinem Slam treffen lassen, von diesem hier. Der macht wahrscheinlich am meisten Schaden von seinen Fertigkeiten. Gut, das soll es dann zu Tokuhama gewesen sein. Der nächste Boss Guide wird sich wahrscheinlich dann um hier Brutus und Chevron drehen. Aber der Fight ist im Grunde ähnlich simpel wie der Tokuhama-Kampf. Aber es ist halt auch noch kein Endkampf. Der Endboss von Akt 6 ist hingegen wieder ein bisschen kniffliger. Bis denn!